Moinsens und willkommen hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Hogwarts. Und ja, wir befinden uns jetzt gerade hier ja, im oberen Gebiet und ich will euch sagen, warum. Denn ich habe einen Auftrag und zwar, kein Auftrag, aber wir haben im Inventar zwar eine Karte gefunden in der letzten Folge, was ihr mich erinnern könnt, und zwar diese hier. Und wir müssen dahin, wo das Kreuz ist, ne, wie man sieht. Und dieses Kartengebiet sieht so aus wie das hier, wo ich jetzt bin. Passt mal auf. So, es sieht genau so aus wie das hier. Und die einzige Höhle, die ich hier finde, ist diese hier. Höhle des Verrats. Da gehen wir jetzt mal rein. Oder machen wir noch Merlins Prüfung hier, würde ich sagen. So, los geht's. Ich kann hier nicht fliegen. Das war ja dumm. Oh, ich kann doch fliegen. Huch, das war ja jetzt auch ein bisschen dumm von mir, einfach mal so rauszuspringen. Und zu hoffen, dass das klappt. So, jetzt geht's mal runter. Hier gibt es irgendwo noch einmal eine Prüfung Merlins. Die nehmen wir natürlich mit. Da. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. So. Wie gesagt, wir wollen 100% haben, wir nehmen alle. Ich weiß auch schon, was wir machen sollen. Man kann ja sehen, man soll ja springen und so. Ich frage, ob es von hier aus losgeht schon. Anscheinend. Und dann kannst du noch da drüben sein, ne? Kann ich mal zurückspringen auf den? Okay. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. So. Gut, da ist auch noch mal ein... Ein Flugpunkt, den mysteriös und beunruhigend. Was soll ich tun? Und dann gehen wir direkt hier rein. Also, ob es das Ding ist, weiß ich nicht, aber es sieht verdammt noch danach aus, weil es die einzige Stelle ist, die so ein Wassereinkerbung hat. Hinführen. Okay, Unterschrank auf der Textur. Okay, das klingt ja schon mal gut, wenn wir Dings bekommen. So, lass mal gucken. Okay, es gibt verschiedene Wege. Wir gehen einfach alle Wege ab einmal. Revelio. Okay, viel mehr ist hier nicht. Da liegt was. Gringotts Bank, Antana und Pione. Unsere Kunden haben angedeutet, dass einer ihrer Vorfahren mit einem Teil der Familie für uns begraben worden sein könnte. Sie sind besorgt, dass das Grab verflucht sein könnte. Bitte begeben Sie sich zu den Orten auf der Karte, brechen Sie alle Flüche, die Sie dort finden und holen Sie alle Wertgegenstände im Namen der Familie zurück. Sollten Sie das brauchen, schreiben Sie bitte, ihr persönlich. Okay. Ah, Mist. Ich hasse das, wenn dieses Scheiß immer voll ist bei einem. Was soll ich machen? So, warte jetzt. Soll ich wieder zum Verkaufen gehen? Machen wir als nächstes. Diese Scheiße wieder verkaufen. Da. Nee, nur Schrott drin. Okay, hier ist aber auch nichts. Gut. Die beiden haben abgerasen, gehen wir hier weiter. Hört sich gefährlich an, die Musik hier drin. Aber ich glaube, so gefährlich ist es hier gar nicht. Kohle. Also Geld haben wir langsam genug hier. Im Geld soll es nicht scheitern. Magische Diagramme, ne? Den Knochen nachzuurteilen, muss das ein Grab sein. Philo, zweite Nachricht. Falls ich es nicht schaffe, bitte ich Sie dringend, alle meine Thanas-Aufträge zum Brechen der Flüchen zu überprüfen. Wenn Thanas heutiger... Wenn Thanas heutiger Verrat ein Zeichen sollte, vermute ich, dass sie einen Teil aller unserer gefundenen Schätze behalten und nur einen Bruchteil davon an Gott gemeldet hat. Okay, es gibt hier verschiedene Wege. Bombarda. Oh, Entschuldigung. Confringo. Gehen wir erstmal hier rein. Confringo. Diese Unholde. Warum?
Warum ist okay, die wir Tür brauchen, verschlossen? Wir brauchen hier diese Dinger, okay. Kommt, prima. Der erste Teil des Rätsels. Lumos. Komm mit. Erledigt. Jetzt noch zwei. Da muss noch, hier ist noch eine gewesen. Ah, wahrscheinlich da drüben bei den Spinnenweben ist noch einer irgendwo. Confringo! Oder auch nicht. Hier muss doch was sein, wo ich hochklettern kann. Okay. Ach hier. Ingardium Leviosa. Leviosa. Da ist der zweite. Ach hier. Lumos. So, bringen wir die letzte dahin. Das war jetzt nicht so schwierig. Geschafft. Imperi. Was die wohl beschützen. Komm, trink. Oh, warte. Oh. Oh, das war was. Du, Tor. Incendium. Potato. Oh nein. Hoffentlich bleibt ihr diesmal tot. Ich hoffe auch. Die neuen Steine auf der Karte. Was? Die neuen Steine auf der Karte? Wo sind die? Ach, da auf dem Boden, okay. Confringo! Ah, okay, warte mal. Hier sind neun Steine auf dem Boden. Warte, müssen wir uns die Karte mal angucken. Die Karte angucken. Wo war das hier Inventar? Okay. Stimmt, das hier vorne, das hier sind ja die Steine, die wir gerade eben gemacht haben bei Merlins Prüfung. Und da sind wir in die Hülle gegangen. Okay, sind wir in die Hülle drin? Steine, jetzt zeig mal. Vorne, vorne, vorne. Ah, okay, die muss ich flippen. Gut, dann flippen wir die mal. Ist die Frage, von welcher Seite es gesehen wird. So rum? Wahrscheinlich von da, wo ich komme, ne? Das Symbol zeigt ja anscheinend nichts anderes. Wir können es. Ah, warte mal, das ist verkehrt. Sollte ja nach oben zeigen, ne? Der ist richtig, dann muss es die sein hier. Nein, nein, das war verkehrt. Warte, ich glaube, das war einfach unten. Der hier war das. Und als letztes der hier. Genau, okay. Da ist eine Truhe. Eureka! Kleidung des Schatzsuchers. Ah, okay, wir haben die ganze Schatzsuchenkram bekommen. Perfekt. Gut. Gut, direkt hier raus. Gehen kann ich nicht einfach so. Dann muss ich wahrscheinlich den richtigen Weg finden. Okay, da geht's raus. Lass uns trotzdem mal gucken, was hier drüben noch ist, oder? Confringo! Man kann die Truhen hier übersehen, ne? Gut. Dann geht's hier wieder raus, ne? Ja, von hier sind wir gekommen. Ja. Gut. Ja, wieder ein Rätsel gelöst. Aber es gibt noch insgesamt, habe ich gesehen, 14 Nebenquests. Wir müssen mal gucken, wo die alle finden, ey. Schon ganz schön viel. Genau, aber heute geht es erstmal darum, Nebenquests zu machen. Und zwar nicht zu wenige. So, lass mal gucken. Oh ja, hier, guck mal oben. Ich habe eine Demo runtergeladen von Wulong. Mal sehen. Okay, hier ist nämlich auch noch eine Quest, wie ich sehe. Hippogreif markiert die Stelle. Lass uns die doch mal holen. Damit wir die alle haben, die Quests.
gerade meine Lektion zu erteilen. Die Frage, wo diese Quest war. Die muss ja irgendwo hier sein. Also ich komme auf die Karte nochmal. Auftrag verfolgen. Achso, hier ist irgendwo. Ach, guck mal, da muss ich was holen. Okay, jetzt holen wir jetzt mal. So, wir schleichen uns da rein. Ich sag nur, es hat so lange gedauert. Ich bin zwar wieder. Ach, schon wieder eine Schatzkarte, okay. Wir hatten früher einen Kniesel. Ich war traurig, als er. Das ist wieder so ein Stück auf der Karte. Oh, er hatte einen Film. Okay. Der Ort auf der Karte ist nicht weit von hier entfernt. Wollen wir uns ein bisschen. Komm, wir machen ein bisschen. Das wirst du bitte. Konflikt! Protege! Du, Idiot! Werde ich. Ich werde gar nicht so Affe. Ihr könnt mir nichts. Ich bin der größte Zauberer der Welt. So, hier oben irgendwo noch ein Truhe, ein Trüchen sein. Laut dem hier, ne? Ich sollte vorsichtig sein. Ich bin ganz allein. Naja. Oh, ich bin Level 34. Das heißt, wir können auch die Abschlussquests noch machen. Aber das wollen wir gar nicht. Also er sagte, es ist gar nicht weit weg von hier. Da ist doch irgendwas im Bunde hier. Das war schmerzhaft. Arresto, Moment. Contrinco. Protego. Stufo. Defendo. Avada, Kedama. Ah, verdammt! Rausgekommen. Ich hab sie alle, ne? Hier sollte ich mich lieber nicht erwischen lassen. Eine Person ist doch da, wo ist denn die? Haben wir alle. Ein wilderer weniger in unserer Welt. Genau. Hier muss ja irgendwo eine Truhe sein oder irgendwas.
ist hier drinne. Aber wo ist denn die? Wieso kann ich die nicht finden? Ich komme da nicht durch, einfach so. Das schaffe ich nicht. Das ist doch schon komisch. Oder? Nun gut, wir gucken uns das Kartenstück nochmal an. Was wir gefunden haben. Da. Das ist auch wieder so ein komisches Teil. Also dieses Inselstück müssen wir, glaube ich, finden. Ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Aber wir werden es finden, aber ist, glaube ich, wirklich nicht so einfach. Also man könnte... Ja, weiß nicht, wo kommt man denn? Also das ist... Es sieht so ein bisschen inselbereichmäßig aus, ne? Hier ist Wasser, da ist Insel. Kann doch gar nicht so weit weg sein. Es ist schwierig, ich weiß nicht genau, wo das ist. Muss ich zugeben. Ich muss auch auf die Karte gucken. Was sieht denn da so ähnlich aus? Er sagt, das ist nicht weit weg von hier, ne? Hat er doch gesagt, ne? Das sieht alles... Von oben kann es besser sehen, ne? Das sieht aus wie das Stück hier. Genau, hier ist das Wasser, hier ist das Stück Land. Könnt ihr das erkennen? Ich zeige euch das nochmal. Da. Hier ist das Stück Land hier. Und das gleiche Land haben wir auch hier. Ah, raus, raus, raus. Warte, runter. Hier, da. Das heißt, es muss hier irgendwo sein. Aber wo könnte es da sein, ist die Frage, ne? Wahrscheinlich wieder irgendwo hier hinten. Ja, wahrscheinlich wieder hier in so einem Henriette. Da, hinten bei den Truhen oder sowas ist es wieder. Garantiert. Muss ich natürlich erstmal da hinkommen wieder. Komm, wir fliegen von hier aus und dann nehmen wir das davon mit. Ach, das ist doch scheiße. Das ist immer so blöde, diese Fliegerei nervt schon so ein bisschen. Das wäre schon cool, wenn es ein bisschen schneller gehen würde. Nochmal kurz auf die Karte gehen. Ich werde mir einen Wegpunkt setzen. Und zwar holen wir uns erstmal den Punkt hier. So. Die Ballons haben wir noch nicht geschwommen? Okay. Ich dachte, wir hätten alle Ballons schon hier mal gekillt, aber die anscheinend noch nicht. Oh, da ist aber ein. Das machen wir auch gleich mit, warte mal. Habt ihr gesehen, das ist ein Astronomie-Ding. Das haben wir noch nicht gehabt. Das nehmen wir gleich mit, wenn wir schon hier sind. Boop. Okay, einmal kurz Nacht machen. Und dann nehmen wir den Astronomiepunkt mit. Hier ist einer der Altäre, die Professor Schaar erwähnt hat. Genau. Na? Guck mal nochmal rein. Das war nicht so schwer. Gut, jetzt müssen wir noch die Ballons abfliegen hier. Die beiden habe ich schon. Das ist hier noch ein paar Ballons, ne? Ich drehe mich eine Sekunde um und das. Den Flugpunkt haben wir schon. Wir müssen noch einmal das Licht holen. Was ist das da vorne? Okay, dann holen wir ihn mal schnell. Jetzt ganz geil, dass man einfach so über die See eiern kann auch. Und dann müssen wir, glaube ich, alle Flugpunkte mal holen irgendwie, ne? Es kann sein, dass ich irgendwie nicht mehr so viel übersehe. Das ist bestimmt auch nochmal
irgendwie einen Bonus, wenn man alle Flugpunkte hat. Glaube ich. Kann ich nicht landen? Dann können wir drüben vielleicht. Wieder mal auf Abenteuertour? Rebellion. Yep, bin ich. So, kommst du die Karte gucken? Den haben wir, den Punkt. Aber wir müssen ja auf jeden Fall hier hin. Gibt es hier noch mehr Punkte unterwegs? Nee. Was ist das? Hippogreifbau? Ja, warte, okay. Also wir müssen hier hin. Also fliegen wir jetzt auch dahin. Los geht's. Ja, irgendwie benutzt man diese Flugtiere, benutze ich gar nicht so viel, aber ich bin an meinem Besen immer noch am coolsten. Ah, ein kleiner Kampf hier. Na, los. Arresto Momento. Da wird jemand sein. Flipendo. Inzentrum. Hallo, Bill. Confringo. Flammen verzehren. Flipendo. Wie viel? Der beste Freund. Confringo. Potato. Du hältst länger durch als erwartet. Schwarze Mann. Mit Porsche. Confringo. Fahre. Wenn du Petrificus zerfällst, Moment. Ah, diesen Kampf von Flingo. Proteko, jetzt fängt er. Levioso. Okay. Eine Schande, was ihr mit diesen hilflosen Tierwesen gemacht habt. Genau. Hier los. Okay. Wir sind darüber, also müssen wir hier längs fliegen, ne? So, weiter geht's. Die haben wirklich eine stimmungsvolle Kulisse geschaffen, oder? Kann man nicht anders sagen. Hier so durchgehen soll, das ist schon ziemlich cool. Finde ich. Vor allem, das Spiel auch immer besser, finde ich. Also, es ist besser, aber es ist einfach, ja doch, es wird besser. Es macht einfach Laune. Auch wenn man die Hauptstory jetzt geschafft hat, gibt es doch so viele Sachen, die man entdecken kann, die man entdecken will. Warum sie unverzeihlich sein sollen. Mich stört es nicht, sie einzusetzen. Okay, wir müssen da hin. Lumos. Die sahen auch. Ich will nicht mit Kobolden arbeiten, nie und nimmer. Man fragt sich, ob das Leben tatsächlich vom Schicksal vorgegeben. Ach, rest doch mal. Ich komme jetzt nicht auf die Augen. Bemerkt, Potato, du vor. Ach, rest doch mal. Ich wusste, dass du noch da bist. Wir hatten die Schnatze und dann bist du auf. Defendo! Defendo! Reducto! Defendo! Arresto Momento! Okay.
muss bestimmt meine Ausrüstungsgegenstände mal wieder vermüssen. So, weg damit. Okay. Wollen wir noch ein Getränk hier? Amit war bestimmt schon mal hier. Hier haben wir ja schon gemacht, das Ding. Aber jetzt müssen wir gucken, wo müssen wir denn hin? Müssen wir wieder runter ins Versteck oder wo müssen wir hin? Anscheinend, ne? Scheint der richtige Ort zu sein. Wir waren ja schon 1000 Mal in diesem blöden Versteck drin, oder? 3 Mal oder so war ich jetzt schon drin? Schon so ein bisschen nervig. Ja, okay, aber ich weiß noch nicht. Also das haben wir alle schon mal gemacht hier. Finde den Schatz anhand der... Okay. Damit hätte ich rechnen müssen. Mein letzter Ausflug nach Lower Hogsfield hatte einen Sack voller Tränke. Hab alle Regale. Moment mal. Ist das der Hippogreif von meiner Schatzkarte? Guck mal. Und es war sogar eine Erschwinderin. Okay. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Also das ist das Ding mit der Karte. Wenn wir auf Karte gucken nochmal. So, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Okay. Feuer, Eis? Müssen sich abwechseln oder was? Oder was soll das? Sieht so aus, oder? Ah, warte mal, zeig mal die Karte. Man muss, müssen das bestimmte, wir müssen es wie bei anderen bestimmte Schalen sein, die auf sind, angezündet sind oder so. Pass mal auf. Ah, okay, die 4 müssen angezündet sein, weil man vor ihm steht. Also der, der und der. Okay, kann ich mir merken. Müssen natürlich auch richtig davor stehen, ne? Sonst bringt das gar nichts. Die Frage, wo dein Kopf, wenn dein Kopf oben ist. Also so vielleicht? Also wir müssen auf jeden Fall die ausmachen, ein paar. Pass mal auf, wir machen. Also der und vielleicht. Der? Der aus? Der aus? Genau, der aus. Die beiden müssen auch aus. Und dann war das, glaube ich, der am Kopfende hier. Also, warte mal. Wenn ich so vor ihm stehe, das ist der Kopf. Dann müssen die beiden an sein. Dann war einer frei und einer war hier, glaube ich. Contrinko! Glaube ich. Jetzt müssen wir gucken, ob es auch wirklich ist, so ist, ne? Das weiß ich jetzt auch nicht. Das sind schon wieder so viele an. Ach Mann. Das ist doch scheiße. Wie war denn das nochmal? Also ich stehe vor dem... Ich stehe nochmal vor dem Hypogreifen. Die beiden an. Der hier muss aus sein. Da war einer frei. Und da war hier einer, da war hier einer. So, hier, also muss der eigentlich wieder angezündet sein hier. Schön. Mal sehen, was wir da haben. Und den nicht. Schön.
Mal sehen, was wir da haben. Ist das richtig so? Sieht das so aus, dass es so sein sollte, oder nicht? Aber irgendwie passt das nicht, oder? Sehe ich da irgendwas verkehrt? Irgendwas stimmt da nicht. Oder muss er in eine andere Richtung gucken? Ich habe keine Ahnung. Ist hier was aufgegangen oder so? Nee, ne? Doch, da! Da ist tatsächlich eine Kiste aufgegangen, habe ich gar nicht mehr gekriegt. Guck hier. Darum wohl die ganze Aufregung. Weil er sagt ja, ne? Er hat ja gesagt, mal sehen, was wir da haben. Also, muss ja irgendwas passiert sein. Gut. Gut, gut. So, ist die Frage, wo wir jetzt hinwollen. Erstmal wieder raus. Und dann die nächsten Quests lösen, würde ich sagen. Gucken wir, was wir noch auf unserer Liste haben. Gucken wir auf Aufträge. Ah, die Schlüssel, ne? Aber wir können auch die Vasen. Lass uns auch mal die Vasen machen. Auf der Karte gucken, wo die Vasen waren. Gut, aber bevor wir das machen, lass nochmal hier rüber fliegen, denn hier gibt es auch eine Quest. Die holen wir uns auch erstmal. Wir wollen ja alle Quests haben, ne? Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Ja, mal kurz mal eine Karte gucken. Ja, lass mal da hinlaufen. Hm. Ah, kann man nicht. Man kann die Luft jagen. Alohomora. Perfekt. Riesentruhe. Gut. Ist da noch mehr hier drin? Oben scheint auch noch eine große Truhe zu sein. Die holen uns auch noch. Okay, nichts Besonderes. Wir gehen mal zum Händler, dann kann ich die ganze Scheiße mal verkaufen. Dann können wir wieder ordentlich was einsammeln. Und dann holen wir uns gleich die Quest da. Aber dann ist das schon mal los. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Verzeihung, Madame Navarro. Was verkaufen Sie denn? Vor allem Zaubertrankzutaten. Sie haben in Hogwarts etwas über Zaubertränke. Bei Professor Sharp. Dann sollten Sie mein Inventar zu schützen. Okay, zeig mal. Was verkaufen Sie hier? So. Mal sehen, wie ich dir helfen kann. Oh, sie hat schon einiges hier. Was wir dafür brauchen, weiß ich gar nicht. Ich will eigentlich eher was verkaufen bei dir. Da, los geht's. Wie herzallerliebst. Das nehme ich doch gerne an. Echt, na, egal. So. Sehr schön. Sie werden sicher zufrieden sein. Gut. Gut, gut, gut. Danke für deinen netten Besuch. Lass uns noch schnell zu der Questgeberin gehen. Oder Questgeber, ich weiß nicht, was es ist. Wir dürfen die Erschwinderinnen unsere Lebensweise nicht mit... Alles in Ordnung, Madame... Olivier, Madame Olivier, und nein, nichts ist in Ordnung. Oh. Diese Erschwinderinnen haben das nahegelegene Schloss Clagmar heimgesucht. Und sie stören nicht nur unseren Frieden, sondern auch den Handel. Oh. Es sah so aus, als würden sie sich endlich davonschleichen, bis Sylvanus Selwyn auftauchte. Sylvanus Selwyn?
Er ist die Oberratte. Wenn jemand Selwyn ausschalten würde, würde sich der Rest der Erschwinderinnen auflösen. Aber Selwyn ist ein erfahrener Zauberer. Ich kann mich nicht selbst um ihn kümmern, auch wenn ich es gern täte. Ich weiß nicht weiter. Ich könnte mich um Selwyn kümmern. Oh nein, ein Schüler kann es doch nicht machen. Ach, ein Schüler, ich bin schon lange kein Schüler mehr. Aber ich setze ein schönes Kopfgeld auf ihn aus. Sagen Sie es gerne weiter. Wo müssen wir ganz. Warte mal. Oh. Ich habe mich um Selwyn gekümmert. Oh, da waren wir schon mal, dann haben wir es gemacht. Sie haben Selwyn besiegt? Bei Merlins Bad. Ein Schüler hat einen von Rookwoods Schergen zu Fall gebracht. Dann gehört dieses Kopfgeld wohl Ihnen. Wohlverdient. Schön, dass ich Crackcroft vor den Erschwinderinnen schützen kann. Dank Ihnen werden uns die Diebe endlich in Ruhe lassen. Gut. Sie sind jederzeit in Crackcroft willkommen. Hier ist es ganz wundervoll, wenn wir nicht... So, haben wir auch. Hier nehmen wir noch die Prüfung mit, wenn ich schon auf dem Weg liege, ne? Bedroht werden. Los geht's. Und dann suche ich mir gleich alle Flugpunkte, die ich finden kann. Ich meine, ich habe doch schon langsam alle, oder? Ich weiß es nicht, aber ich komme mir irgendwie vor, dass ich ja schon habe. Also nicht alle, aber schon viele habe. Bringen wir es hinter uns, ja? Ich habe es. Ich könnte einfach auf... Niemand da, um den Sieg zu feiern. Oh, lass mal gucken, was er für uns hat hier. Ah, ich sehe die Steine schon. Protego! Contringo! Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Was ist das hier? Hier ist nicht so viel. Aber wir müssen oben Dinger kaputt machen für Merlins Prüfung, sehe ich gerade. Ich habe auch schon einen gesehen. So. Revelio. Aha. Vingardium Leviosa. Confringo. Rebellion. Confringo. Was war das? Und da vielleicht? Ja, okay. Confringo. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Nein, mich auch nicht. Hier gibt es alte Energie, kann das sein? Genau. Hm.
oben. Draußen auch noch irgendwas? Müssen wir mal kurz an der Etage runtergehen? Da. Komm, trink! Na. Guck mal hier. Okay, jetzt müssen wir noch irgendwas geben. Ah, wahrscheinlich noch eine Etage höher. Okay, müssen wir hier links. Tür ist zumindest. Mehr alte Magie. Okay, gucken wir auf die Karte. So. Hier ist noch ein Merlins Ding, das holen wir uns aber später, machen wir jetzt nicht. Ach komm, holen wir. Aber dazu musst du zuerst dein Gerät entsperren. Bin ich Schreck bekommen. Ging auf mein Handy an. Ganz gruselig. Hier sollte ich mich vielleicht nicht allein vorwagen. So. Da flattern wir hin. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Abgesehen von Spinnen gibt es in allen. Da wäre selbst Merlin stolz. Ja. Oh, okay, schnelle Prüfung. Gut. Soll ich jetzt mal auf die Karte gucken? Hier sind ein paar Flugpunkte, die ich noch nicht habe. Hier ist noch eine Merlinsprüfung da, die können wir noch mitnehmen hier, wenn wir schon so hier oben sind. Oder? Ja, machen wir. So, und runter. Den Flugpunkt nehmen wir hier mit. Ist nicht so weit. Und wir können direkt mitnehmen. Was haben Sie jetzt vor? Hier darf ich nicht fliegen? Shit. Wir laufen die ganze Prüfweg, ist ätzend. Naja. Tatsächlich nicht. Ich kann hier tatsächlich nicht fliegen. Ist ja bescheiden. Na gut, dann laufen wir schnell hin. Da hinten kann man bestimmt. Mal ein paar Gegner. Da ist noch eine Prüfung Merlins. Bombard! Ah, okay, hier waren wir schon. Und die habe ich nicht gekonnt.
Die habe ich nicht geschafft, aber jetzt glaube ich, ich weiß immer noch nicht. Also wir müssen ja diese Dinger, also pass mal auf. Jetzt vielleicht von der Seite. Ach, man kann die von verschiedenen Seiten, guck mal. Die müssen wahrscheinlich auf allen Seiten gleich sein, das heißt... Arresto momento! Flip hin! Nee, das ist verkehrt. Ah, warte mal. Alter, das ist auch nervig. Hä? Also, warte mal, ich brauch hier einen, der... Ich brauch hier einen, der liegt. Jetzt. Passt doch, oder nicht? Ah, okay, gut. Das ist mal ein bisschen nervig, so. So. War noch einer irgendwo? Da oben noch einer, okay. Schon sehr nervig, diese Rätsel sind ja richtig nervig. Warte mal. Arresto momento. Dipendo. Ah, okay. So. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Naja, ich fand's schon knifflig. Noch sehr nervig vor allen Dingen. Sehr nervig und knifflig. Hm. Also knifflig wirklich nicht, aber sehr nervig war es auf jeden Fall. So, gucken auf die Karte. Haben wir das alles schon mitgenommen hier? Perfekt, perfekt, perfekt. Jetzt will ich dahin fliegen. Denn ich will ja alle Flugpunkte haben. Da ist auch wieder einer. Dann holen wir uns jetzt schnell. Guck mal, das ist einer von diesen Bohrern. Seht ihr das? Schon lustig irgendwie. Wieder mal auf Abenteuertour? Ja. So, war da noch einer hier in der Nähe? Direkt nebenan, da. Den nehmen wir auch mit. Hui! So. Und hier ist auch alte Magie. Können wir auch nochmal holen. Das machen wir jetzt nicht. Die holen wir später. Jetzt holen wir jetzt mal das Ding hier. Und da ist auch nochmal alte Magie. Aber zweifellos schon lange verlassen. Thank you.
Oh, warte, hier raus. Schlecht trinken. Komm mal da. Gibt es auch alte Magie? Guck, wo die hinfliegt. Okay, auf jeden Fall in die Hütte rein da. Alter. Ja, es ist ja auch hier, aber das bringt mir auch nicht viel. Ah, ich kann rüber springen, okay. Dann bringt es doch was. So. Da können wir auch mal rein. Das zu. Okay. Da kommen wir auch nicht rein. Auch nicht rein. Revelio. Da ist eine Kiste. Okay, ich kann reingehen. Ist schon gut zu wissen. Hinstellen, dass ich frage. Lumos. Lipendium. Accio. Wingardium Leviosa. Okay. Wenn Professor Fick das nur gesehen hätte. So. Kommt man auch so rüber? Ja. Auch reinfliegen können direkt, sehe ich gerade. Na gut. So. Haben wir. Hier sind noch drei Prüfungen, die wir mitnehmen können. Ich würde sagen, wir nehmen einfach eine Prüfung mit. Gucken wir die anderen Prüfungen an. Ich frage mich, was mit diesem Schmetterling hier auf sich hat. Ach, da ist so ein Spiegel drin bestimmt, ne? War da ein Spiegel drin? Hab ich gar nicht gesehen. Oh, warte mal. Kann ich da reinfallen? Natürlich nicht. Aber war da ein Spiegel drin? Drauf geachtet, ich hab's nicht gesehen, wenn. Der muss draußen sein. Muss draußen sein. Weil ich habe hier keinen Spiegel, kein Spiegel gesehen. Gucken wir hier draußen, ob hier irgendwo einer ist. Ach, das ist so ein Ding gewesen, okay. Gut, wir wollen jetzt dahin. Die alte Magie noch mitnehmen hier. Die holen wir später. Jetzt fliegen wir jetzt dahin. So. Okay, jetzt eine etwas längere Folge heute mal wieder. Aber. So 20 Minuten ist auch immer so kurz. Das war gerade in Fahrt.
Muss schon wieder aufhören, da habe ich gar keine Lust zu. Die kämpfen sich gegenseitig, gut für uns. Okay, die Kugel muss irgendwo hin. Das ist die Frage, wohin? Rebellion. Da unten, okay, habe ich mir schon gedacht. Defunto! Oh, 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 Vorsicht, 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 Vorsicht! In die richtige Richtung rein, bitte. Darüber geschossen muss ich das Ding kriegen, okay. Das war doch gut. Dann wäre das erledigt. So. Perfekt. So, nochmal kurz die Karte gucken. Dann nehmen wir den nächsten. Der ist hier. Blattern wir auch mal hin. Ich liebe es zu fliegen. Hui. So. Wo war das jetzt? Guck mal, hier finde ich es geil, dass hier einfach so ein altes, so ein selbstgebautes Quidditch-Feld, so wie so ein Bolzer früher bei uns, ne, wenn man Fußball gespielt hat. Ich dachte, oh, was hast du da? Da auf dem alten Bolzer war ich, ne? So. Was hast du getan? Ja, ich hasse, das hasse ich am meisten. Das sind mir die unliebsten Quests hier. Weil ich hasse es, diese blöden Motten da, diesen Lumos Licht hinzubringen. Das finde ich mal ein bisschen nervig. Der Sieg kam keine Sekunde zu früh. Noch mehr. Lumos. Rebellion. Da ist der nächste Stein, komm mit. Lumos. Ich nehme nur einen, muss ich noch finden. Rebellion. Wenn sie die Motten. Lumos. Rebellion. Da unten, glaube ich, ne? Ja. Lumos. Glaube ich. Ja. Hallo. Bitte mit, okay. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Auch nicht schlecht. Perfekt. Und jetzt noch die letzte Prüfung, die wir gerade eben gesehen haben. Wird knapp daneben, glaube ich, ne? Ja, da. Ach, direkt hier unten. Perfekt. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Rebellion. Confringo. Hab ich übersehen. Stolz. Auf jeden Fall. So, aber das soll es auch gewesen sein für heute, sonst sprechen wir gerade die magische 1-Stunden-Grenze. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüss.